Also, ihr Lieben, ich wollte ja mal schauen. Hallo Angelika, schön, dass du es geschafft hast. Ja, ich wollte ja heute darüber sprechen, über den Unterschied zwischen Persönlichkeit und Identität. Und warum wollte ich das machen? Weil es ein riesengroßer Unterschied ist. In der Challenge, die wir gemacht haben, war es ja die Aufgabe, darüber sich Gedanken zu machen, was sein eigenes Selbstbild ist. Und dieses Selbstbild hat ja quasi eine Basis, und diese Basis ist ja, wer du wirklich bist oder wer du bist in deinen Augen, als wen du dich siehst, als wen du eben Selbstbild, als wen du dich wahrnimmst. Und da gibt es natürlich verschiedene Perspektiven, aus denen du dich wahrnehmen kannst. Und jetzt fange ich mal an, die Persönlichkeit. Was für eine Persönlichkeit hast du? Das ist vielleicht einfacher zu erkennen. Und zwar wirst du ja wahrgenommen als eine Persönlichkeit. Das hast du ja dir so überlegt, auch in dem zweiten Aufgabe von dieser Challenge hast du dir ja überlegt, als was du wahrgenommen wirst. Und diese Persönlichkeit, die wird dir gegeben. Also deine Persönlichkeit ist eigentlich nicht etwas, was du dir ausgesucht hast. Zumindest mal nicht zu Anfang, weil deine Persönlichkeit wurde dir gegeben von Menschen, die dich ausgesucht hast. Upsala. So. Und zwar, hallo Cornelia, schön, hallo Ariane, schön, dass ihr zuhört. Also, damit ich nicht immer den Faden verliere, freut mich riesig, dass ihr da seid. Also, deine Persönlichkeit, wo du glaubst, dass es deine Persönlichkeit ist, oder was ist überhaupt eine Persönlichkeit? Du hast vielleicht sogar verschiedene Persönlichkeiten, als Mutter eine Persönlichkeit oder als arbeitende Frau, Geschäftsfrau, was auch immer. Du hast verschiedene Facetten deiner Persönlichkeit, und diese Persönlichkeit, die hat eine Basis, und diese Basis für diese Persönlichkeit, das ist deine Herkunft. Deine Herkunft hat eigentlich in erster Linie deine Persönlichkeit mit ausgeprägt. Ja, weil du kommst ja auf die Welt und weißt eigentlich gar nicht wirklich so, wer du bist. Deswegen haben wir ja auch die Pubertät, dass man sich so ein bisschen reinfinden kann, damit man seine Persönlichkeit rausfinden kann, damit man rausfindet, wer man ist. Aber letztendlich findet man nur das eine heraus, und zwar, dass einerseits das, was deine Eltern oder dein Umfeld in dir gesehen hat, ja, Du läufst damit rum, du bist die Tochter von so und so, du bist gut in der Schule oder du bist schlecht in der Schule, du bist sportlich oder du bist unsportlich. Das sind alles so Stempel, die man dir gibt, die nachher deine Persönlichkeit mitkreieren. Und letztendlich, was ist deine Persönlichkeit? Deine Persönlichkeit ist das, was du denkst, wie du fühlst und wie du handelst. Aber schon allein die Tatsache, wie du denkst, klar hat sich das im Laufe des Lebens ein bisschen aufgeweicht, aber diese Grundperspektive, wie du das Leben siehst, was du glaubst, was getan werden muss, welchen Paradigmen du verfolgst, welche Paradigmen du ganz, ganz tief für dich eingenommen hast, das ist einfach, wenn du nicht hinschaust, einfach kannst es dein Unterbewusstsein nennen, auf jeden Fall eine treibende Kraft, die dich durchs Leben schiebt und wo du dich dann die ganze Zeit irgendwo reflektierst und versuchst, ja, puh, ist es gut, so zu sein oder ist es nicht so gut? Bringt mich das zu dem Ziel, was ich möchte? Und so galoppierst du halt mal durchs Leben. Da bist vielleicht du mehr der ängstliche Typ. Und du bist vielleicht mehr der vorsichtige Typ, und du glaubst tatsächlich, dass du halt dieser Typ bist,
den man dir immer so reflektiert hat. Aber ob du ängstlich bist oder nicht, das hängt gar nicht von dir ab, zum Beispiel, sondern das hängt davon ab, wie du quasi einerseits konditioniert worden bist, ja, ob du Gefahr gelauert, auf dich gelauert hat, ob du Erfahrungen gemacht hast, die dich ängstlich gemacht haben und wie du nachher diese ganzen Erfahrungen verarbeitet hast und wie du sie prozessiert hast, aus was für einer Perspektive du die Erfahrungen wahrgenommen hast. Aber diese Perspektive, die du dann einnimmst, die ist wiederum relevant oder fest davon übernommen, wie zum Beispiel deine Eltern, deine Mutter insbesondere, die Perspektive dir mitgegeben hat, wo man aufpassen muss. Pass auf, sei vorsichtig, mach dir nicht weh, geh nicht zu schnell, fahr langsam, bla bla bla. Das sind alles so ein Haufen Konditionierungen, mit denen wir unsere Persönlichkeit nachher gebildet haben. Und Dr. Jody Spencer sagt ja, die Persönlichkeit, also mit einer alten Persönlichkeit kannst du keine neue Zukunft kreieren. Eben, weil dieses Denken, Fühlen und Handeln, das dich zu diesen Resultaten geführt hat, die du jetzt in deinem Leben hast, die du möglicherweise jetzt nicht mehr haben möchtest, muss verändert werden, damit du andere Resultate in deinem Leben bekommst. Das ist klar, das haben wir eigentlich alle schon so verstanden, dass es so sein muss. Nur, jetzt ist das erste Problem, welche Persönlichkeit muss ich denn sein, damit ich, sage ich mal, gesund werde, ja? Damit ich gesund bin, damit ich heil bin, damit ich ganz bin. Vielleicht hast du es vergessen oder vielleicht weißt du es gar nicht. Vielleicht hast du diesen Krankheitspersönlichkeits-Mindset sozusagen schon mitgenommen, mitgetragen. Du kennst es gar nicht. Du weißt gar nicht, wie man denkt, fühlt und handelt, wenn man komplett gesund ist. Ja? Woher sollst du es wissen, wenn du es nie gelernt hast, wenn du es nie gesehen hast? Dann sagt man dir, ja, fühl dich wie gesund. Und du sagst, geht ja gar nicht, weiß ich nicht. Wie soll ich mich denn fühlen, wenn ich gesund bin? Wie fühlt sich einer? Dann kannst du das ein bisschen abgucken, du kannst es ein bisschen adaptieren. Aber letztendlich ist es nie deins, weil du nie gelernt hast, eine gesunde Persönlichkeit zu sein, wenn du schon immer mit Problemen, gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hattest oder wenn du lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hattest. Du vergisst es, dein ganzes Netzwerk, neuronales Netzwerk, alles, dein Körper, der ja letztendlich der ausschlaggebende Wahrnehmer ist deiner Gesundheit, denkt, das ist der Normalzustand und möchte sich da natürlich auch nicht wegbewegen. Also das ist ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Und jetzt kannst du natürlich anfangen und sagen, okay, ich kreiere mir eine gesunde Persönlichkeit und ich schaue mal, wie das so ist. Und dann heißt es ja, fühle das. Und dann kannst du das nicht fühlen, weil du erinnerst dich nicht mehr an dieses Gefühl. So, und jetzt mache ich so ein bisschen, gehe ich von Dr. Joe Dispenza ein bisschen zu einer Ansicht, die dir das vielleicht klarer macht. Und zwar, diese Persönlichkeit, die jeder hat, die vereint sich ja irgendwann mal. Ich zeige euch hier jetzt mal dieses Schaubild. Ich hoffe, das wird einigermaßen klar. Wo habe ich es denn? Das ist ja ein Schaubild, das Dr. Joe Dispenza gerne an seinen Workshops verwendet, wo ganz klar ist, dass wir eben auch, wenn wir unsere Persönlichkeit verändern, unsere Schwingung verändern müssen. Ja, wir werden ja auch hier angeleitet, okay, aus dieser körperbezogenen, menschlichen, humanen Frequenz
Materie zu Materie kann man es auch nennen, oder Newtonsche Weltansicht von Ursache und Wirkung. Wenn wir da unsere Frequenz steigern und erhöhen, das heißt, wenn wir andere Emotionen empfinden, auch als Schuld, Wut, Angst, Leiden, Opfer sein, wenn wir aus diesen Gefühlen und aus diesen Denkmustern, die natürlich eng zusammenhängen, herausgehen, gehen wir ja über diesen Zustand, wo wir dann irgendwann mal merken, okay, wir lassen das hinter uns, diese Persönlichkeit des Mangels, der Angst, des Schmerzes, des Leidens, des Krankseins, und merken, okay, es gibt einen Raum, es gibt eine Schwingung, in dem wir nichts, niemand, nirgendwo, an keinem Ort und an keiner Zeit, zu keiner Zeit sind. So, und dann, wenn wir dann hineingehen in dieses Gefühl des Herzens, wer jetzt da von Greg Braden auch diesen Online-Workshop angeschaut hat, es geht immer ums Herz. Was ist das Herz? Das Herz ist das Sinnbild für Liebe, für Dankbarkeit, für Freude, für all diese Emotionen, die eben höher schwingend sind. Und jetzt kommt nämlich die Krux, hier geht es darum, dass diese Emotionen bedingungslos gespürt werden sollen, dürfen, müssen, damit wir diese Trennung aufheben von dem, jetzt kommt's, was wir wirklich sind, und dem, was wir hier unten gedacht haben, was wir denn sind als Persönlichkeit, als konditionierte Persönlichkeit. Und erst dann, wenn wir mehr und mehr diese ganzen Denkmuster, diese ganzen Vorstellungen, vor allem diese Ängste und dieses Beengte, dieses Unfreie mehr und mehr loslassen können, gelingt es uns, dieses Herz zu fühlen, diese bedingungslose Liebe zu fühlen, diese neue Perspektive aufzusetzen, die letztendlich das ist, wer wir wirklich sind. Weil wenn du als Baby auf die Welt kommst, hast du nämlich eine klare Identität, und diese Identität basiert auf bedingungsloser Liebe, höchste Schöpferenergie. Du kommst direkt aus der Quelle heraus, du bist absolut unbefleckt sozusagen, du bist rein, du hast keine bösen Gedanken, du hast keine Angst, du bist im vollsten Vertrauen, wenn du auf diese Welt hier kommst. Und das ist deine Ursprungsidentität. Und diese Ursprungsidentität, die du hast, die fühlt sich an wie bedingungslose Liebe, wie bedingungsloses Vertrauen, wie bedingungslose Hingabe, wie bedingungslose Freude. Und das ist deine wahre Identität. Und jetzt kannst du natürlich 1000 verschiedene Persönlichkeiten, die du annehmen musst für dich, kannst du dir ausdenken, dass du die Person bist, die dann ein schönes, freies, friedvolles, glückliches Leben führt. Oder du kannst die ganze konditionierte Scheiße hinter dir lassen, dir quasi die Erlaubnis geben, neugeboren zu sein und direkt in diese Identität, mit dieser Identität der Reinheit, ohne Schuld, ohne Leiden, ohne irgendwelche Schmerz, ohne Schmach, ohne Schande, das kannst du alles stehen lassen. Du kannst sagen, ich weiß jetzt, wer ich wirklich bin. Ich weiß, aus welcher Identität ich jetzt meine Persönlichkeit kreiere. Dann wird es nämlich einfach. Dann kannst du den ganzen Kladderadatsch mit einem Mal absetzen und sagen, verdammt nochmal, das hat ja eh noch nie was mit mir zu tun gehabt, der ganze Bullshit, der mir da suggeriert worden ist von Menschen, die auch selber gedacht haben, sie sind mangelhaft, sie sind nicht genug, sie sind fehlerhaft, sie müssen leiden, sie müssen bestraft werden, sie sind Opfer, sie sind unfrei und sie sind eingesperrt. Klar, so sind wir konditioniert, so ist unser Kollektives konditioniert. Aber das bedeutet nicht, dass es die Wahrheit ist. Weil die Wahrheit ist tatsächlich, dass wir
alle in absoluter Perfektion hierher gekommen sind. Und dass es unsere Aufgabe ist, absolute Perfektion hier zu leben und auch in jedem anderen diese absolute Perfektion zu sehen als Kern seiner selbst. Ob er das jetzt letztendlich weiß, wie perfekt und wunderbar er ist, ob er das gelernt hat, ob er sich dorthin gegeben hat zu diesem Gedanken. Weil das Problem ist, wir müssen ja immer noch unseren analytischen Verstand, diesen super Versteher-Schlaukopf, müssen wir ja davon überzeugen, dass wir nicht das sind, was unser ganzes Leben lang in uns eingetrichtert worden ist. Sondern, dass wir eigentlich wirklich das sind, das fehlerfreie, perfekte, liebenswerte und liebende Wesen, das aus mit Dr. Joe Dispensers Worten, aus der liebenden Intelligenz oder der intelligenten Liebe heraus entstanden ist und somit den Keim sozusagen dieser intelligenten Liebe, liebenden Intelligenz in uns trägt, dass das eigentlich das wahre Selbst, die wahre Identität von allen, jeden Menschen ist. Und wenn wir uns auf die zurückbesinnen, dann müssen wir nicht irgendwie ewig lang uns mit Fehlern und Schattenseiten und sonstigen Trauma-Release beschäftigen, sondern wir können einfach zurückgehen zu unserer wahren Ursprungsidentität, zu der Vorstellung, zu der Idee, mit der wir überhaupt hier auf der Welt gelandet sind, nämlich um diese pure Liebe, um diese pure Perfektion hier weiterzuleben, weiterzutragen und zu verkörpern. Und damit beendet ihr auch die komplette Suche nach Berufung. Weil der Kern ist für uns alle gleich. Die Berufung ist, ein Leben aus Liebe zu kreieren. Und zwar aus dieser bedingungslosen Liebe und komplett aus dieser bedingten und beurteilten Geschichte rauszugehen und einfach zu sagen, warum will ich hier sein? Weil es so schön ist, ein liebendes Wesen zu sein, und jetzt aus diesem Wissen heraus kreierst du deine Persönlichkeit als liebendes Wesen, das nicht irgendwelche Bedingungen braucht, das nichts erfüllt haben muss, sondern das einfach das, was es sein, was es wirklich ist, hier weiterleben will. Wie einfach ist es denn jetzt, oder? Jetzt bist du total frei, wenn du das deinem Verstand klar machen kannst, dann kannst du auch diese grausame innere Stimme, die aus diesem unteren energetischen Bereich, aus dieser Angst, aus dieser Unfreiheit heraus argumentiert und mit dir redet und labert und dir Scheiße über dich erzählt. Diese Stimme, die kannst du jetzt quasi übertönen, respektive du lässt dich nicht mehr beirren wie von so einem Vollarsch, der die ganze Zeit eintrichtert, wie scheiße du bist. Und das wird dann der Weg zu deiner Freiheit sein, weil letztendlich ist Freiheit das, was wir alle suchen. Wenn wir Freiheit suchen, dann denken wir, ja, wir brauchen Geld, dann sind wir frei. Aber was ist, wenn du jemand bist, der viel Geld hat, aber sich unfrei fühlt? Dann nützt dir die ganze Kohle auch nicht. Wenn du nicht hier drin an dir, an deiner wahren Identität und daraus deine Persönlichkeit definierst, dann nützt dir alle Kohle der Welt nicht, weil dann bist du ein unfreier Leider, Sünder, Angsthase, Schambolzen, der durch die Welt läuft und einen Sack voll Geld hat. Ist es geil? Nein, es ist nicht geil. Und weil es nicht geil ist, hat Geld so einen schlechten Ruf. Weil das nämlich gar nicht das ist, worum es geht, sondern es geht darum, dass du frei bist, ein Mensch mit Freiheit, der in Liebe lebt und dann viel Geld hat, weil er mit diesem Geld viel Tolles und noch mehr Freiheit kreieren kann für sich und für andere. Darum geht es doch wirklich. Und das ist aus meiner Sicht übrigens auch etwas, was krank macht. Es macht krank, sich unfrei zu fühlen. Und es macht krank, permanent in Angst zu sein. Das macht krank. Und ich kann euch nicht sagen, wie ängstlich ich war. Und ich bin da nicht drüber hinweg. Ich sage es euch ganz ehrlich.
schon alleine die Tatsache, dass mein Sohn eben Freestyle Snowboard als Leistungssport betreibt und sich permanent über doppelt menschengroße Schanzen drüber schmeißt mit dem Snowboard, verlangt von mir permanente Arbeit. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ich habe eine Historie von Angst mit mir mitgeschleppt, wo ich überhaupt nicht wusste, dass ich sie habe, weil ich ja immer die taffe Skifahrerin, Kitesurferin, was weiß ich nicht was, Action-Sportlerin war. Aber da ganz tief in mir war so viel Angst. So viel Angst, dass irgendwas Schlimmes passieren kann. So viel Angst, dass irgendetwas mich aus dem Hinterhalt erwischt. Irgendetwas, was mich total von den Socken haut und ich völlig kaputt bin. Und diese ganze Angst, die hat mich auch völlig kaputt gemacht. Und der einzige Weg daraus ist, in die Bedingungslosigkeit reinzugehen. Und dir zu... Und in die wahre Identität reinzugehen und zu wissen, wer du wirklich bist. Das ist der einzige Weg, der dich wirklich befreit. Und wenn du wirklich frei bist und dann weißt, wer du wirklich bist und in dieser Fülle leben kannst, dann hast du auch Geld, dann hast du das Leben, das du möchtest. Aber das ist ein Prozess und diesen Prozess kannst du nicht durchstehen, wenn du dich immer wieder im Außen reflektierst, mit anderen vergleichst, beurteilst und meinst, du bist das da unten. Aber deine wahre Identität ist das da oben. Und als die durchs Leben zu laufen und auf dieser Basis eine neue Persönlichkeit oder deine Persönlichkeit, deine wahre Persönlichkeit zu kreieren, das ist das Geile, das ist der Obergau. Weil was wir jetzt gemacht haben, deswegen habe ich auch diese Challenge gemacht, ist eben quasi aus dem, ja, was steht mir zur Verfügung, mein Selbstbild kreiert. Aber jetzt kannst du nochmal ein Level höher gehen und sagst, boah, ich weiß, wer ich wirklich bin. Oh mein Gott, ich habe keine Schuld, keine Sünde, keinen wahren Fehler. Ich kann neu anfangen, unbeschriebenes Blatt. Und kann mein Herz öffnen, weil ich muss es nicht verschließen, weil ich mich nicht schützen muss vor Schmerz, Schmach, Schande oder was weiß ich nicht was. Sondern ich kann mich zeigen, jeder darf mich sehen, weil ich bin total okay. Ich bin reingewaschen. Genau. Und das ist quasi mein Denkansatz, wo ich einfach sage, neue Persönlichkeit, super, aber aus einer Basis hinweg, aus der du wirklich bist. Und dann sparst du dir ganz schön viel Aufräumarbeiten. Weil du kannst alles mit einem Wusch wumm, wegschmeißen und sagen, hey, verdammte Scheiße, der ganze Kack, der ganze Schmerz, die ganze Angst, der ganze Mangel, ich habe eigentlich noch nie wirklich was mit mir zu tun gehabt. Juhu! So, habt ihr Fragen dazu? Also ich sehe jetzt hier gerade ein paar Kommentare. Wenn ihr da schon noch was reintippeln wollt, was ich euch beantworten kann. Das ist also sozusagen mein Denkansatz, oder? Wo mich total befreit hat, wo mich wirklich befreit hat von ganz vielen Lasten und von ganz viel Schmerz und von ganz viel Angst und von einer riesen Opferrolle und so weiter und so fort. Ich meine, meine Mutter ist Alkoholikerin gewesen, keine Ahnung, ich habe seit 30 Jahren keinen Kontakt mehr, weil sie nur eben aus ihrer Sicht heraus mich so sehen konnte, wie ein schlimmes Monster, das sie bedroht, weil sie sich halt bedroht gefühlt hat, oder? Und wie lange bin ich durchs Leben gelaufen und habe gedacht, ich bin so ziemlich das Übelste, was es gibt, weil meine Mutter mich natürlich so gesehen hat und dementsprechend behandelt hat und schimpft. Da will ich ja gar nicht groß ausholen, aber so Stories haben wir natürlich alle. Und um nicht da reinzugehen und das alles, also du sagst es ja auch, alles aufzukauen und wieder zu verwerten, ist nicht nötig, wenn du weißt, wer du wirklich bist. Dann kapierst du es. Dann kriegst du das auch nicht mehr mit. Dann bist du mit einem Schlag, kannst du dir die Erlaubnis
eben wirklich dieses grandiose Wesen zu sein, das du immer schon warst. Und ja, dass es halt nicht ganz einfach ist, das bezweifle ich auch überhaupt nicht. Das ist also, es ist ein Job, dein Verstand, der ja so lange etwas anderes eingetrichtert bekommen hat, das klarzumachen, dass jetzt andere Regeln herrschen, dass du dich jetzt anders siehst, dass du die Welt und dass du die Menschen jetzt anders siehst, als deine ganze Vergangenheit. Aber das ist für mich der schnellste Weg. Und klar ist auf diesem Weg, kommen dann Stolpersteine. Und klar kannst du sagen, ja, das Unterbewusstsein, also diese alten Konditionierungen, die kommen dann von hinten. Aber die kommen nur von hinten, wenn du die Augen verschließt, wenn du sie nicht sehen möchtest. Und wenn sie von hinten kommen und du hast die richtigen Tools, das Ganze aufzufangen und mit dir dementsprechend umzugehen und dich da nicht mitnehmen und mitreißen zu lassen, dann ist es auch nochmal etwas anderes. Und ich weiß, so wie ich das jetzt hier erzähle, ist es so lalala, ganz einfach. Logisch ist es das nicht. Logisch haut einen immer wieder zurück. Logisch ist es schlimm in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie gehe ich damit um? Wie lebe ich damit, wenn mich einer die ganze Zeit in der Partnerschaft zum Beispiel nicht sieht, nicht anerkennt, nicht so behandelt, wie ich mich behandelt möchte. Wie drehe ich das? Wie mache ich das? Wie gehe ich damit um, dass ich mich damit nicht kaputt machen lasse? Und so weiter und so fort. Das sind natürlich immer wieder Herausforderungen, für die du einfach Tools brauchst und für die du einfach ein Verständnis brauchst, das dir nicht so viel Angst macht. Und ich habe so coole Erfolgsgeschichten auch im letzten Jahr gehabt mit ganz, ganz super coolen Frauen. Und ich habe mir jetzt eben für dieses Jahr, falls jemand sich von mir begleiten lassen möchte, falls es mit dir resoniert und weißt du sagst, ja genau, Mensch, ich habe keine Lust, da 100.000 Trauma-Coachings und so weiter zu machen und irgendwie alle Formeln, die es auf dieser Welt gibt, die stimmen für mich nicht. Das habe ich ja gestern kurz gesagt. Ich glaube eben nicht, dass es eine Formel gibt. Ich glaube, dass jeder seine eigene Formel hat, dass jeder auf seine eigene Art und Weise mit sich umgehen darf und sich quasi durchs Leben coachen darf. Und was ich mache, ist eben, ich helfe dir dabei, für dich deine eigene Formel zu finden. Und ich gebe dir nicht irgendeine Formel, sondern ich weiß, wie ich mit dir reden muss. Warum weiß ich das? Weil mir da oben diese liebende Intelligenz hilft dabei. Ich schreibe überhaupt nichts auf meinen Namen oder so. Das kommt alles nicht von mir. Ich habe irgendwie halt gelernt, damit umzugehen und diese Informationen zu verarbeiten und sie so weiterzugeben, was mein Gegenüber das versteht und verarbeiten kann für sich. Und das kann jeder, das sage ich überhaupt nicht, aber es ist schwer, das für dich selber zu machen. Es ist schwer, sich selber so zu erkennen und sich so zu verstehen. Und deswegen mache ich das, was ich mache, weil ich weiß, dass es wirklich hilft und es ist mir die allergrößte Freude, wenn die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ein besseres Leben haben. Mir geht es wirklich nur darum, dass niemand mehr so leiden muss wie ich und dass jeder wissen darf, dass er komplett tomato okay ist und sich nicht bewerten muss und sich auch nicht schämen muss, sich nicht verurteilen muss und dass jeder auch weiß, dass es keine Strafe gibt für irgendeinen Fehler, sondern dass es nur deine Identität ist, die du wählen darfst und musst. Und das wollte ich euch noch ganz kurz zeigen, was ich mir für dieses Jahr habe ich mir hier, das mache ich nochmal kurz Bildschirm freigeben. Für dieses Jahr habe ich, jetzt finde ich es gerade nicht, warum? Für mein Coaching-Programm und zwar Folgendes ausgedacht. Okay, jetzt sehe ich es wieder nicht.
Kleines Momentchen. Ich mache es ganz einfach, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Und zwar gibt es da überhaupt keine große Komplexität. Es ist völlig durchschaubar. Und zwar, jetzt schaffe ich es, glaube ich, bestimmt freigeben, genau. Es ist auch auf meiner Homepage und das habe ich aufgestellt. Und zwar mache ich das jetzt neu so. Ich habe 3 Möglichkeiten, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst und 3 verschiedene Zeitperioden. Das erste ist 3 Monate Coaching in der Mastermind-Gruppe. Da gibt es ein Coaching in der Gruppe pro Woche mit abwechselnden Einzelcoachings in der Gruppe. Das Ganze wird aufgezeichnet und kannst du nachher anschauen. Dann gibt es in der Facebook-Gruppe gibt's Support von mir, Austausch, Fragen, Feedback, auch unter den Teilnehmern in der Gruppe. Und das Ganze dauert entweder 3 Monate, 6 Monate oder 9 Monate. Logisch, je länger du mitmachst, was heißt logisch, ich mache es jetzt halt einfach so, für mich ist es logisch, dass wenn du natürlich 9 Monate sagst, ich möchte gleich 9 Monate begleitet werden, dass es günstiger ist als 6 oder als 3 Monate im Verhältnis. Du hast eben dann entweder 12, 24, 36, du kriegst ein persönliches Lebenskonzept auf deine wahre Identität zugeschnitten. Du kriegst Werkzeuge und Techniken zur Umsetzung, weil es ist ein Job. Es ist Arbeit. Es ist tägliche Arbeit, weil da draußen lauert die Versuchung sozusagen in der Realität, dass wenn du dich da wieder reinsaugen lässt in deine vergangene Realität, dann hat mich das quasi wieder im Griff, oder? Also du musst immer wieder schauen, dass du alles, was du im Außen siehst, relativierst und dich dann nicht mitnehmen lässt und diese Dinge nicht persönlich nimmst. Deswegen ist es auch so super, wenn man in Mastermind mit Gleichgesinnten zusammen ist, wo man sich austauschen kann, wo man diese ganzen Vielfalt von Eindrücken halt auf seine neue Persönlichkeit, seine neue Identität und zuschneiden kann. Und deswegen brauchst du auch ein klares Leben. Wenn du private Betreuung willst, dann kannst du entweder hier semi-privates Coaching buchen für 3, 6 oder 9 Monate. Das ist dann zu der Mastermind-Gruppe ein Einzelcoaching pro Monat. Also entweder 3, 6 oder 9 Einzelcoachings. Oder du willst noch mehr betreut werden, dann kannst du das private Coaching buchen, dann bist du auch in der Mastermind-Gruppe dabei. Du hast alles, was in der Mastermind-Gruppe ist, plus eine Einzelcoaching pro Woche. Es gibt 12 Einzelcoachings, wenn du 3 Monate machst, plus Austausch und Support wieder Video und Textnachrichten zwischen den Sitzungen. Das heißt, wir sind permanent im Austausch miteinander. Wir arbeiten super, super intensiv dran, dass du deine ganzen Ziele und Träume möglichst schnell erreichst, umsetzt und dieses Leben, vor allem diese Freiheit, das ist doch einfach wirklich das Allerwichtigste, diese Freiheit lebst, um dich selbst zu sein, um keine finanzielle oder gesundheitlichen Einschränkungen mehr zu haben. Weil das ist unfrei. Finanzielle Einschränkungen sind unfrei. Gesundheit, wenn du nicht 100% gesund bist, bist du auch unfrei. Du bist die ganze Zeit mit deiner Krankheit und deinen Einschränkungen beschäftigt. Also das alles wollen wir loslassen und ins 2020 galoppieren. Und dann gibt es dann noch 2 Goodies. Das erste Goodie ist, wenn du in einem von den Coaching-Programmen bist, dann kannst du im 2020, habe ich 3 Live-Events geplant, im Mai, Juli und September. Wann genau, weiß ich noch nicht. Und jeweils kriegst du, je nach Coaching-Art sozusagen, kriegst du im Mastermind 20% Rabatt, im semi-privaten Coaching 30% Rabatt und wenn du privates Coaching hast, 50% Rabatt auf das jeweilige Retreat. So, und das ist glasklar und das liebe ich und deswegen mache ich es auch so für euch, weil ich nicht da so wischiwaschi-bu-bu-bu machen will und was könnte man noch, sondern jeder soll wissen, wie er mit mir zusammenarbeiten kann.
Es gibt natürlich noch den einzelnen Booster, wenn du eine intensive Dauersitzung haben willst, was ich aber nicht so gerne mache, weil es halt nicht wirklich viel bringt einmal. Das ist so wie der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Was ich nicht verschweigen will, ist, dass ich da noch so ein paar kleine Kurse sozusagen, Kurzprogramme, wie zum Beispiel das L-Magnet Mastermind, das werde ich auch noch lancieren, aber das ist bei mir echt alles aus der Intuition raus, weil nur dann, wenn ich richtig begeistert bin von der Idee und die gleich umsetze, dann wird die auch richtig gut und deswegen habe ich das noch nicht geplant. Ja, ihr Lieben, habt ihr noch irgendwie Fragen oder so? Ihr könnt mir auch dann nachher unter das Live-Video noch Sachen posten. Ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich freue mich jedenfalls super riesig. Ja, genau, was ich noch neu habe, das fängt jetzt an. Auch für alle vom letzten Jahr, für alle, die bei mir im Coaching waren, gibt es eine Alumni-Gruppe. Das ist mega cool. Das sind alle Absolventen von den Coaching-Programmen, die kommen in eine Facebook-Gruppe und werden von mir dann auch noch betreut dort bis auf ewig, sag ich mal, bis der Tod uns scheidet oder wir uns sonst aus irgendeinem Grund scheiden lassen, dass wir da zusammen sind und dass wir da auch noch eine Gemeinschaft, eine Gemeinsamkeit haben, weil es doch immer noch so ein bisschen ist, ja, das man nicht gerade im nächsten Umfeld doch die Leute hat, die einen das Herz öffnen. Es wird aber mehr und mehr so kommen, weil meine große Vision ist ja, dass man, egal wo man hinkommt, dass man einfach von Herzensmenschen begrüßt wird und je mehr Leute sich da trauen und rausgehen und wissen, ich bin super und an mir ist nichts falsch, desto mehr Liebe wird hier gesprüht und desto mehr Zusammenhalt ist da. Und das finde ich mega, mega schön. Und ja, wenn keiner mehr eine Frage hat, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr anfangen wollt in einem der Coaching-Programme, ab 10.01. ist es möglich. Das ist der super, super hyper Energievollmond in diesem Jahr. Deswegen habe ich das als Startprogramm gemacht. Du kannst aber jederzeit einsteigen und du kannst dich auch jederzeit bei mir melden für mehrere Informationen und ob das Richtige ist und ob wir zusammenpassen, ob wir die Richtigen zusammen sind. Und für die ersten 5 Personen, die anfangen, habe ich noch 20% Rabatt vorgesehen. Ja. Also wenn du dich schnell meldest, einer von den ersten 5 Personen, die dabei sind, ist zu 20% Rabatt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Tschüss.